Bislang hatten wir hier bei Battlefleet Gothic Armada immer gespielt mit dem Imperium gegen wechselnden Gegner, unter anderem gegen die Chaos-Fraktion. Jetzt wollen wir mal auf Seiten des Chaos höchstpersönlich spielen. Das ist immer noch die Beta-Version des Spiels, es ist noch nicht erschienen. Ich bin Writing Bull, wisst ihr alle schon. Und nachdem wir hier schon von jedem Modus, von der Kampagne, von den Zufallskarten gegen Computergegnern und vom Multiplayer-Modus etwas gesehen habt, gehen wir jetzt mal wieder rein in den Skirmish-Modus gegen die KI. Nehmen diesmal Chaos, legen einen neuen Admiral an, also nicht mit dem ich schon ein bisschen mich warm gespielt habe, geben ihm einen nordisch-chaotischen Namen und taufen ihn auf den Gott Loki, wählen mittlere Schwierigkeit und spielen hier einmal gegen die KI, jetzt gegen die künstliche Intelligenz. Die Schiffe der Chaos-Fraktion sind schnell, können aus großer Entfernung schießen, sind wendig, sind vorne am Bug schlecht gepanzert, sollten dem Nahkampf tendenziell aus dem Weg gehen. Schauen, was wir uns hier holen. Wir haben zwei Schiffstypen hier bei den leichten Kreuzern, Hellbringer und eine Hellbringer-Variante. Einziger Unterschied ist das zweite der beiden Waffensysteme. Das erste ist bei beiden identisch. Das ist hier ein Geschützturm, der nach vorne und zu beiden Seiten hin feuern kann und keine besonderen Spezialfähigkeiten dabei hat. Und der Unterschied liegt hier bei dem zweiten Schiff, Lance Battery. Das heißt, es sind mächtige Kanonen, die in Reihen rechts und links, Backbord und Steuerbord, Breitseite schießen können. Und die tatsächlich mit einer sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit ausgestattet sind und deshalb ausgesprochen wertvoll sind. Und auch sehr gut sind beim Beschießen feindlicher Rüstung. Also da kann ein Schiff noch so gut gerüstet sein. Die Chaos-Schiffe, die sollten da eigentlich ganz gut durchkommen. Und beim Hellbringer, da gibt es hier eine Besonderheit. Die haben nämlich hier Launch Base. Das heißt, die haben Platz für Flieger. Für Kampfflugzeuge, mit denen man zum Beispiel feindliche Torpedos abschießen kann, für Bomberstaffeln, die man rüberschicken kann zu Feindschiffen, die durch die Schilde der Gegner hindurch dann tätig werden, und Assault Boats, das heißt, da kann man auch Kämpfer rüberschicken an Bord der anderen Schiffe und kann da Schaden anrichten. Und was wir jetzt mal machen, und das geht in alle Richtungen jeweils, wir machen mal von jedem Schiff eins, dann lernt ihr auch jedes kennen. Das hier ist das erste. Das hier ist das zweite. Und dann haben die hier noch drei Eskortschiffe. Das ist aber zum Start hinweg gar nicht so unglaublich spannend, weil, das weiß ich schon, mit den Flottenpunkten, die man zu Beginn hat, kann man eh nur diese beiden Schiffe in den Kampf schicken. Wir schauen uns hier an die Skills, die Eigenschaften, und geben denen natürlich auch besondere Fähigkeiten. Wir wollen ja in den Nahkampf reingehen und können hier beispielsweise Schilde kaputt machen oder können hier Rüstungspunkte zuweisen. Wir können auch kleine Warp-Sprünge machen, um dem Feind vielleicht in letzter Sekunde auszuweichen. Und wir können vor allem das hier machen. Das mache ich auch. Wir wollen die Gegner aus der Entfernung beschießen. Wir wollen rauskriegen, welches Schiff ist wo. Wir wollen den austricksen. Deshalb verzichte ich mal auf irgendwelche Angriffsfähigkeiten, sondern gebe jedem der beiden Schiffe die Fähigkeit, Sonden loszuschicken, die dann rüberfliegen und rauskriegen, worum es sich ja eigentlich überhaupt handelt bei diesen Feindschiffen. So, beide haben diese Sonden und damit legen wir jetzt schon mal los und gehen in den Kampf. Was wir jetzt nicht wissen, das wird uns zufällig ausgelost und zugewählt, ob wir gegen andere Chaos-Schiffe kämpfen oder gegen das Imperium. Das sind die beiden, die ja in der Beta-Version freigeschaltet sind. Es sind andere Chaos-Schiffe. Dann wird es natürlich jetzt ein heftiger Kampf, weil dann können wir unsere spezifischen Vorteile gar nicht ausspielen. Und dann ist das womöglich gar keine so gute Idee gewesen, hier mit diesen beiden Sonden in Kampf zu ziehen. Man wusste es halt vorher nicht. Also wir nehmen jeweils unsere Flaggschiffe, haben 31 Punkte, die übrig bleiben. Damit können wir kein Eskortschiff in den Kampf schicken und auf geht es. Was wir auch wissen ist, wenn das jetzt auch wieder die Chaos-Fraktion ist auf der Gegenseite, dass die auch nur zwei Schiffe haben und dass sie etwa gleich stark sein sollten. Mal gucken, wie wir gegen die zurande kommen. Wir stellen unsere beiden Schiffchen hier einfach nebeneinander hin.
Es gibt relativ wenig Möglichkeiten, hier auf der Karte rumzutricksen. Es gibt nur zwei Gaswolken und zwei Asteroidenwolken. Hier, zwei Asteroidenfelder. Wir gehen bei beiden auf Beschuss von vorne. Und aber auch hier gilt, wie bei dem Imperium ebenfalls, je dichter man rangeht, desto höher ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn man hier auch gegen Chaos spielt, dann gehen wir auch hier auf ganz nah ran und klicken jeweils hier drauf, auf den Button noch, der bedeutet einfach feuern, 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 auch dann, wenn das Schiff sich bewegt. Und klicken auf Ready. Ready eternally. Und fliegen hier hin. In dieses Feld hier. In diese Gaswolke. Da hinten kommt der Gegner uns entgegen. Hier hinten seht ihr die beiden Roten. Es sind drei. Die haben doch drei Schiffe im Kampf. Haben die vielleicht zwei Eskortschiffe und nur einen leichten Kreuzer genommen? Das wäre, ich weiß nicht, ob das so unglaublich klug wäre. Hier sind übrigens die Flugzeuge, die man in den Kampf schicken kann. Bomber. Die geheimen Einheiten, die man rüberschickt. Attentäter. Und hier die Jägerstaffeln zur Abwehr. Das sind die Fähigkeiten der Proben, die man abschießen kann, um rauszukriegen, der Sonden, um rauszukriegen, worum es sich hier überhaupt handelt. Und wir nehmen uns mal das erste der beiden und fallen mal eine solche Probe. Hier einmal so quer rüber, das sollte eigentlich reichen. Dann kriegen wir das raus und bei dem zweiten Schiffchen schicken wir die Probe hier dem Gegner entgegen. Und wir kümmern uns erstmal um das kleine Schiffchen da hinten. Das heißt, wir steuern den hier hin. Und mit dem hier, das ist der mit den Fliegern. Mit dem hier fliegen wir hier hinten hin. Der hat die Breitseiten zur Verfügung. Das heißt, nee, das ist der mit den Breitseiten. Das heißt, der sollte lieber links bleiben, weil der dann eventuell gegen Gegner hier und Gegner auf der rechten Seite gleichermaßen schießen kann. Ich will ja nicht, dass sie sich rammen, deshalb habe ich dem einen mal ein bisschen Gas gegeben. Jetzt nähert sich der Feind. Jetzt können wir auch den ersten Gegner sehen. Das ist der ja. Das ist nur ein Eskortschiff. Wir sagen, das ist das Ziel Nummer 1. Wir machen hier hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Bei dem ebenfalls. Und bei dem hier können wir gleich schon mal einen Schlag durchführen. Das ist der mit der Breitseite. Den feuern wir in die Mitte. Den linken wir in die Mitte rein. Schicken jetzt hier die Truppen rüber. Schicken auch einmal Bomber rüber. Ist missglückt. Schicken hier die nochmal rüber, die Männer. Von rechts nähert sich noch ein Schiffchen. Ups, die haben gleich vier. Was ist das? Ebenfalls ein Eskortschiff. For the Dark Gods. Der hat leider kaum noch Schilde. Wir machen mal eine Wendung. Eine Wende nach links. Executing high energy turn. Wir machen mit dem ebenfalls eine Wendung nach rechts. Ready eternally. Wir wollen weiterhin das Feuer hier drauf konzentrieren. Das ist Ziel Nummer 1. Cruising speed set. Tactical cogitators engaged. Das ist unser Schiffchen hier. Soll den auch den Weg abschneiden.
Vielleicht sogar rammen, wer weiß. Warum eigentlich nicht? Wir vorhin gehen mal mit dem hier hin. Und versuchen mal, ob wir den hier geradewegs rammen können. Just show us something to kill. Ja. Feuer ist aber leider bei uns an Bord. Das heißt, wir sollten ganz schnell reparieren. Hier sind die Schilde runter. Wir geben ja auch Gas und rammen den hier. Feuer auch bei uns an Bord. Großartig. Der Perfekt funktioniert. Auch schnell auf Reparieren klicken. Echte Schildprobleme haben wir jetzt. Der hier ist unser Ziel Nummer 1. Hat kaum noch Trefferpunkte. Wir drehen. Mit dem nach links. Mit dem ebenfalls. Verbraucht leider alles, was wir haben. An Schub in den Triebwerken. Und feuern wieder auf den hier. Immer noch. Das ist immer noch... Nee, der hier, pardon. Unser Ziel Nummer 1. Nee. Wo ist es denn? Das ist das Ziel Nummer 1. Jetzt können wir gleich die Flieger wieder bringen. Das ist der hier. Bomber. Schicken wir rüber. Ja, die haben ordentlich für Schaden gesorgt. Mit dem drehen wir nach rechts. Obwohl, na genau, mit dem drehen wir nach rechts, damit er hier drauf feuert. Und das hier... Dem geht sie ebenfalls. Der explodiert gleich. For the dark gods. Meine Güte, ist das hier hartnäckig. Them. Jetzt ist es explodiert. Ein Schiff weniger. Jetzt die Frage, was ist das nächste Ziel? Wir bleiben bei dem, der direkt vor unserer Nase ist. Hier links ist ein Feindschiff. Eigentlich egal, dem geht es relativ gut, dann können wir auch hier rüberfliegen. Wir fliegen hier mal rein. In die Gaswolke. Oh oh. Da hat leider kaum noch Schilder. Wir schicken eine Probe ab. Ready eternally. Er soll sich da einfach nur in die Richtung drehen. Wir haben ein Schiff enttarnt. Das ist ein ganz, ganz dicker Pott. Da schießen wir auf jeden Fall auf den Antrieb. Ja, komm, er hat kaum noch Schilder. Ziel Nummer 1 ist hier. Ziel Nummer 2. Und wir erhöhen lieber die Rüstung. Bei dem ebenfalls. Und mit dem fliegen wir hier hin. Mit dem fliegen wir dorthin. Und er kann jetzt in Kürze auch hier genau seinen Boarding-Angriff starten. Der ebenfalls bald. Ne, wir rammen den. Wir fliegen hier seitlich rein. Komm. Ja, Geschützturm angeknackst. Mit dem machen wir einfach nur eine Drehung. Na, eine Idee zu spät. Aber die Bomber können wir rüberschicken. Bomber fliegen rüber. In dem machen wir eine Drehung nach rechts und schicken dem unsere Leute Jungs rüber. Mit dem machen wir das ebenfalls. Geben wir Gas nach rechts.
ready eternally. Und das sieht gut aus. So, jetzt können wir auch hier Jungs rüberschicken, Anschlag machen. Den drehen wir nach rechts. Wir wollen den weiter anvisieren hier. Immer schön anvisieren. Dann umkreist uns der Gegner hier, dieses kleine Eskortschiff. Ist das auch ein Eskortschiff? Nein, doch, tatsächlich. Und beschießt uns, hat auch Torpedos, wir müssen echt aufpassen. Der Schilde, der kann rammen, komm. Wer rammt denn nochmal hier? Das hat nicht geklappt. Aber bewegt sich hinter ihm und kann deshalb durchaus hier Breitseite feuern, der andere aber nicht. Unten kann der Feind bekanntlich nicht schießen. Und wir können gleich nochmal unsere Bomber rüber schicken. Deshalb drehe ich... Ach, wir rammen den. Erstmal rammen. Das war sehr erfolgreich. Dann drehen wir einmal nach links. Schicken ihm die Bomber rüber. Der hier. Ah, der dreht ihn hier mit. Das ist echt scheiße. Dann drehen wir, fahren wir hier rüber. Da haben wir was anderes. Der hat schwere Schäden. Dann fahren wir mit dem hier. Mit dem Hinteren in die Richtung. Geben wir mal Gas, damit der... Oh, das Schiff ist weg. Das ist gut. Das sieht gut aus. So, hier ist noch ein Feind. Zwei Feinde sind noch da. Nee, einer. Der ist stark angeschlagen. Wir wollen auf jeden Fall dem Feind hier nicht den Rücken zukehren. Und der versucht sich hier das kleine Eskortschiffchen zu schnappen. Nee. Wir drehen einmal nach links. Fliegen dicht auf den Feind ran und mit ein bisschen Glück kann man den ebenfalls rammen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt rammen. Ah, das klappt nicht. Aber der hier, der schneidet dem Kleinen jetzt den Weg ab. Und der dreht sich jetzt nach rechts. Und dreht sich noch einmal von ihm weg, macht eine Boarding-Aktion. Der kann auch gleich eine Boarding-Aktion machen. Nein, wir stoppen die Maschine, wir wollen nicht, dass wir hier mit dem verglühen und genießen einfach, wie der Feind in einer Flammenwolke aufgeht. Sieg! Gut gelaufen. Sehr, sehr schön. Das war Chaos gegen Chaos beim Computergegnerkampf. Viele Belohnungspunkte und hoffen wir mal, dass es... ich würde gerne weiterspielen hier mit der Chaos-Truppe, mit der Chaos-Flotte, dass wir im nächsten Mal auf einen anderen Gegner stoßen, nämlich auf das Imperium.